So, also ich habe einen Text über schwules Dating mitgebracht. Ich hätte mir jetzt so ein bisschen mehr euphorische Reaktionen erwartet. Ich kann schon verstehen, so der... Danke. So der einen Hälfte ist schwules Dating wirklich total egal und die andere Hälfte denkt sich so, was willst du mir noch erzählen? Also, zunächst mal zu den Basics. Nur damit alle Bescheid wissen, wie das so läuft. Also schwules Online-Dating läuft über Apps natürlich, weil es über Apps läuft. Und es gibt viele, viele Apps, aber es gibt zwei hauptsächlich, die so alle nutzen so im deutschen Sprachraum. Das ist Romeo und Grindr. Die kann man auch gut unterscheiden, indem man sie mit etwas vergleicht, das man kennt. Also Romeo wäre halt eher so Facebook und Grindr wäre eher so Instagram. Weil auf Romeo, da sind die Chancen schon recht hoch, dass man auch mal seinen Onkel trifft, der einem zum Geburtstag gratuliert. So, hallo mein Junge. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf der Suche nach deinem Traumprinzen. Ich habe auch gesehen, du hast die Vorlieben in deinem Profil angepasst kürzlich. Fisten passiv Respekt. Da können wir mal an Weihnachten näher drüber reden. NG, Onkel Rein. Ja, und auf Grindr trifft man halt eher auf Leute unter 35. Und das ist so die Unterscheidung, die müssen wir alle im Kopf haben, um das Folgende zu verstehen. Ich habe mich an vieles gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, alle Bilder mit Ampeln und Fahrrädern anzuklicken, um einem Computer zu beweisen, dass ich ein Mensch bin. Ich habe mich daran gewöhnt, mich bis aufs Blut mit meinem Sprachassistenten zu streiten und dabei immer zu verlieren. Ich konnte Ach fick dich doch leider nicht in deinen Kontakten finden. Soll ich nach Ach fick dich doch im Internet suchen? Über Jahre habe ich mich darüber aufgeregt, dass Leute in Chats keine Fragezeichen hinter Fragen schreiben. Das ist mir mittlerweile völlig egal und ich mache es genauso. Dieser Text hier hat zum Beispiel überhaupt keine Satzzeichen. Wen kümmert's? Nur an eines kann ich mich nicht gewöhnen. Ich sehe es jeden Tag und es macht mich völlig fertig. Eine kleine weiße Eins in einem kleinen roten Kreis, oben rechts angedatscht an der App. Ich habe eine ungelesene Nachricht auf Grindr und finde sie nicht. Seit 11 Jahren. Da mag sich jetzt der ein oder andere Insider denken, Moment, es ist sehr unrealistisch, Grindr seit 11 Jahren konstant zu verwenden, denn der Durchschnittsuser nutzt schwule Dating-Apps so, dass sie beim kleinsten Anflug von Frustration über das oberflächliche Herumgedate sofort und unwiderruflich löscht, ihnen für ewig abschwört und Schimpf und Schande über sie verbreitet, bis er dann in einer einsamen Nacht recht horny ist, sie reumütig wieder installiert, sich ein neues Profil anlegt, lost all messages, 2 Wochen lang täglich 10 Stunden darauf verbringt, den einen oder anderen zu Netflix and Chill einlädt und dabei schließlich einen Typen kennenlernt, der ihm tatsächlich ganz sympathisch ist. Nach dem ersten ganz gut gelaufenen Date löscht er alle Schwulen-Apps sofort wieder unwiderruflich, verbreitet Schimpf und Schande darüber und blickt herab auf all die dauergeilen Typen, die es wohl nötig haben, dort täglich 10 Stunden zu verbringen. Nachdem sich beim zweiten Date dann herausgestellt hat, dass der Traummann doch eher ein Arschloch ist, kehrt er reumütig zurück, installiert alle Apps wieder, legt sich ein neues Profil zu, lost all messages und so geht das immer weiter und weiter und wenn sie nicht gestorben sind, dann tapsen sie noch heute. Ich bin da anders. Mir ist an Kontinuität gelegen, und an einem guten Verhältnis zu all meinen Fuckbuddies, denen ich meine Nummer nicht geben möchte. Und vor allem daran, irgendwann diese eine, die eine ungelesene Nachricht zu finden, nach der ich schon kilometerweit gescrollt habe. Denn ich bilde mir ein, dass es eine ganz besondere Nachricht ist, die, hätte ich sie gelesen, meinem Leben eine neue Richtung gegeben hätte. Gut, wir sind uns einig, dass die Chancen recht hoch stehen, dass die Message höchstwahrscheinlich lautet, Hi, na? Oder Hi, wie geht? Oder horny, ohne Fragezeichen übrigens, aber hinter jedem Hi Ma, Hi wie geht und horny kann ein Mensch stecken, der dir eine ganz neue Galaxie eröffnet. Es ist zumindest möglich und das Träumen ist uns noch nicht verboten. Jede Grindr-Nachricht kann dein Leben verändern, ist so. Hätte ich zum Beispiel vor 6 Jahren, einem Dienstag im November um 1:30 Uhr nachts, auf die Nachricht, hey, auch noch wach, nicht relativ spontan sehr positiv reagiert, auch weil er ein Fragezeichen verwendet hat, und den Typ, der 125 Meter entfernt von mir war, nicht zu mir eingeladen, wären mir 2 Dinge entgangen. Erstens. Der Typ kam vorbei, wir waren beide recht erleichtert, dass die Fotos im Profil des anderen die Realität relativ gut abbildeten und drückten unsere Erleichterung dadurch aus, dass wir stundenlang rumgebumst haben. Er mich, ich ihn, er mich, wir beide einen anderen, der spontan auch noch vorbeigekommen ist, keine Ahnung, wer das war. Egal. Jedenfalls. Wir waren beide danach so angetan voneinander, dass wir uns sogar nachträglich nach unseren Namen gefragt haben und beide aus voller Überzeugung meinten, ja, kann man mal wieder machen vielleicht irgendwann oder so. Und das ist für Berlin schon ein richtig großes Commitment.
Zweitens. Hätte es dieses Sexdate nicht gegeben, hätten wir uns gar nicht gekannt. Als wir uns ein paar Tage später auf dem Weihnachtsmarkt über den Weg gelaufen sind, da sagten wir uns dann, hi na, und ach, du auch hier, und sorry, ich habe deinen Namen vergessen, wie heißt du nochmal? Und vor allem, sag mal, wollen wir mal Nummern tauschen? Tja, und das ist die romantische Geschichte, wie ich meinen Freund kennenlernte. Wenn Leute aus unserer Familie nachfragen, wie das eigentlich angefangen hat mit uns, war das Treffen auf dem Weihnachtsmarkt natürlich das erste Date. Wir erzählen dann immer, dass wir beide zufällig zur gleichen Zeit einen Glühwein bestellen wollten und es nur noch eine einzige Tasse gab, die wir uns dann geteilt haben. Und unsere Familien glauben das, weil ihre Realitätsempfinden geprägt sind durch den Überkonsum von Romantic Comedies. Außerdem sind sie naiv und heterosexuell. Diesen Leuten kann man alles erzählen. Wäre ich also, hey, auch noch wach, 5 Minuten früher eingeschlafen an diesem Dienstag im November oder hätte die Message nicht beachtet und sie auf ungelesen gelassen, es wäre wahrscheinlich alles, mein ganzes Leben seit diesem Tag, ganz anders gekommen. Und genauso hätte es ja auch mit der anderen, der einen Message sein können, die ich einfach nicht finde. Ich habe bis zum Erdkern und zurück nach ihr gescrollt. Was steht da wohl verborgen und verschüttet in den Tiefen meines Smartphones in der einen ungelesenen Nachricht? Ich habe nächtelang darüber nachgedacht. Wahrscheinlich, hey, auch noch fit, eine bedeutende Frage, want to come on my face, die ein ganz anderes, alternatives Leben hätte, was machst du gerade, hätte auslösen können. Aber mit Sicherheit, ohne Fragezeichen. Dankeschön.